Was geht, Leute? Mein Name ist LJS. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir sind zurück bei Hitmans. Nein! Okay. Ich gehe zurück. Ich werde den Schrank zumachen. Okay. Hast du Tesafilm? Siehst du das Pferd? Bitte konzentrier dich darauf. Konzentrier dich aufs Eigesicht. Konzentrier dich nicht auf die Schranktür. Ich meine, ich will nicht, dass es wieder so endet wie... Okay, jetzt mal ohne Witz. Wir hatten das Spiel beim letzten Mal schon. Da war die Tür hinter mir immer offen und ihr habt euch beschwert in den Kommentaren. Könnt ihr aufhören, Stellen in meinem Hintergrund zu suchen? Hier, ich bin das doch. Ich will doch nur einfach ganz normal meine Videos machen. Ich will gar nicht mehr. Ich war so glücklich, dass ich umgezogen bin und dass endlich nicht mehr diese Tür hinter mir war. Und ihr müsst es immer bis zum nächsten Level treiben. Ihr wisst einfach nicht, wo Stopp ist. Also, tu mir einfach nur einen Gefallen in deinem Leben, okay? Und bitte hör auf, die Tür hinter mir immer wieder aufzumachen. Was habt ihr vor allem mit Türen? Findet ihr Türen so toll? Ich kann dir gerne eine Tür schenken zu Weihnachten. Ja, bitte, lass meine Tür an. Einfach nur. Nun, wir spielen heute wieder Hitman 2. Und naja, auch wenn wir alle Missionen geschafft haben. Und es kommen zwar neue Missionen dazu, aber ich weiß nicht genau wann oder wie das genau funktioniert. Es gibt trotzdem noch ein paar Missionen, die wir nicht gemacht haben. Und zwar sind das Sniper-Missionen. Ja, wir sind wortwörtlich wieder Sniper. High five. Leute, ich liebe es, Sniper zu sein. Einfach aus der Distanz einfach Gegner eliminieren. Das ist das Geilste der Welt. Wir sind dort und wir schießen. Und dann weiß niemand, von wo der Schuss gekommen ist. Einfach nur der Wahnsinn. Sniper sein ist schon ziemlich episch, kann man nicht mehr sagen. Und naja, das sind wir heute wieder. Der Hitman kann auch Sniper sein. Er kann eigentlich alles. Was kann er nicht? Ich meine, stehen die Frauen auf Hitman? Leute, soll ich mir auch eine Glatze schneiden lassen? Einen super schicken Anzug tragen? Eine Pistole mit dem Schalldämpfer holen oder gleich der Sniper? Und dann andere Leute eliminieren für Geld? Problem ist nur, ich kann leider nicht mein Leben neu laden. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht allzu lang gut gehen. Aber falls du es nicht gemacht hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Und falls du das gemacht hast, kannst du gerne die Glocke aktivieren, dann wirst du mal benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Und bist dann einmal einer der Ersten und nicht nur das, sondern du gehörst zur Glockengang. High five, Glockengang. Nein, das tat nicht weh, das tat gar nicht weh. Ist okay, deine High Fives sind echt geil. Es gibt hier einen Spielmodi namens Sniper Assassin, was ja quasi auch zu Hitman gehört. Unsere Ziele sind Dorian Lang, Gualame Mason und Doris Lee. Ist sie schwarz? Nun, das ist die Stelle, wo wir quasi sein müssen, um unsere Ziele zu eliminieren. Das soll übrigens eine Hochzeit sein. Wir haben auch nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem wir das schaffen müssen. Und da sind wir, mit der epischen Sniper, Leute. Und wir werden wahrscheinlich jeden eliminieren. Ich meine, wieso sollten wir es auch nicht tun? Nun, wir müssen drei Leute eliminieren, was sehr interessant ist. Nur das Ding ist, wir sind hier ganz weit weg. Und auch wenn wir mit dem Controller spielen sollten, müssen wir erstmal sehen, wo überhaupt unsere Ziele sind. Und der eine ist da drin, die anderen werden aber noch ankommen. Aber wir könnten erstmal ihn eliminieren, theoretisch. Wir können auch reinzoomen. The Kingfisher. Der Eisvogel. Die Frage ist, wie sollen wir ihn bitte eliminieren? Ich meine, der ist ja wirklich weit weg. Die Leute werden doch Panik haben. Das heißt, wir müssen vielleicht eine Stelle finden, wo er alleine sein wird. Ich bin mir nicht genau sicher, aber da ist ja schon jemand. Oder wir eliminieren einfach beide. Das würde auch gehen. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Ich werde ihn einfach mal eliminieren und gucken, was passieren wird, Leute. Confirmed kill on. Okay. Die haben keinen Alarm geschlagen, Leute. Ich glaube, den ersten haben wir eliminiert. Ohne dass etwas passiert ist. Ziel getötet, gespeichert, cool. Ich meine, das erste Ziel ist eliminiert, was wirklich perfekt ist. Und da haben wir das nächste Ziel. Sie ist mit einem anderen Bodyguard. Was sehr interessant ist. Goldfink. Okay, das ist interessant, Leute. Die müssen wir eliminieren. Wo ist der nächste? Da hinten ist der nächste. Ah, der Vater der Braut. Okay, das ist interessant, Leute. Ich meine, ich will nicht komisch sein. Deswegen sollten wir die schwarze Frau zuletzt töten. Sie raucht, Leute, was sehr interessant ist. Das Ding ist, wir dürfen leider... Wir müssen sehr vorsichtig sein, wen wir eliminieren, weil die haben halt nun mal Leute, die mit ihnen sind, wie ihr sehen könnt. Wir müssen einen Ort finden, wo wir das Ziel eliminieren können, ohne dass es gesehen wird. Wollen wir ihn heiraten überhaupt? Mich auf jeden Fall nicht. Wir müssen warten, bis sie alleine sind. Der Vater der Braut ist nicht alleine, oder? Nein, das sind ganz, ganz viele andere Menschen. Und die werden alle in Panik geraten, wenn ich sie eliminieren sollte. Wir müssen auf den richtigen Moment warten. Noch ist nicht der Moment gekommen. Da hinten sieht es ebenfalls nicht gut aus. Schau dich mal die ganzen Frauen an, Leute. Da will ich auch sein bei der geilen Party, Alter. Die Frage ist, wie lange haben wir Zeit, um sie zu eliminieren? Wir haben auch verschiedene Sniper-Schüsse. Aber ich finde die Schockwellenmunition schon richtig geil, auf jeden Fall. Übrigens, wir können uns nicht bewegen, wir können nur stehen. Oh, die beginnt zu vermuten. Oh nein, 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 nein. Die vermutet etwas. Oh nein.
nein, kein verdammter Alarm. Oh nein. Ist das ein Scherz? Der rennt um sein Leben. Oh, wir haben ihn eliminiert. Sehr gut. Wir müssen die Munition wechseln. Sie rennt. Nope. Oh mein Gott, ich muss vorziehen. Ich muss einfach vorziehen, Leute. Töte sie. Yes. Nice. Okay, wir haben es gemeistert, Leute. Also, war es jetzt mit der Mission? Ich meine, wenn ja, da wäre es ziemlich kurz gewesen. Aber warte mal, gibt es noch mehr? Wieso gibt es da mehr? Ich verstehe halt gar nichts mehr. Ach, soll ich mehr eliminieren danach, oder was? Der Typ bleibt um sein Leben, Leute. Wir müssen eliminieren. Bleib stehen, du Lappen. Bam. Yes. In sein Gesicht. Da hinten ist doch jemand, der weglaufen will. So, und schieß. Yeah. Müssen wir noch mehr eliminieren? Aber das sind doch gar nicht meine Ziele. Ich glaube, wir dürfen nicht erwischt werden. Ich glaube, wir müssen es machen, ohne erwischt zu werden, weil dann passiert das und das ist nicht allzu gut. Also, selbst wenn wir jemanden eliminieren, müssen wir vorsichtig sein, dass die Leiche keiner sehen wird, weil wir die Leiche nicht beseitigen können. Bam. Daneben. Wanddurchschlagsmunition. Das ist also ein Ding. Lass mal den Typen eliminieren. Nice. Der Typ ist K.O. Nope. Oh nein, nein, nein. Stop, yes. Okay, wir haben den eliminiert. Wir müssen alle eliminieren, ohne dass wir gesehen werden. Das ist das Problem. Lass mal erstmal den eliminieren. Beide. Geil. Okay, und jetzt der da hinten. Nice. Haben wir es geschafft? Oh nein, keine Alarme, bitte. Hört auf mit Alarmen. Nope. Gott, das ist blöd. Boah. Wie weit die geflogen ist, heilige Kacke. Vorbild, Leute. Die haben mich leider gesehen. Das ist ein Problem, ich weiß. Der eine rennt hier lang. Wir müssen vorziehen, auf jeden Fall. Gott, ich liebe Sniper zu sein. Man ist einfach so mächtig. Einfach so geil. Kann er bitte einfach sterben? Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt komplett Rampage gehen. Es ist mir jetzt komplett egal. Ich glaube, ich muss jeden eliminieren, der jetzt versucht, hier wegzurennen. Mann, dieser Typ, ne? Der nervt so hart. Kannst du nicht einfach sterben? Alter, stopp doch einfach. Boah, den haben wir eliminiert. Der sieht mich, glaube ich. Die suchen mich, kann das sein? Alter Schwede, lass mal auf seinen Fuß schießen, Leute. Das ist geil. Nope. Oh, daneben, verdammt. Ja, das muss treffen, sehr gut. Da hat jemand um sein Leben. Oh, verdammt, ich schaff das sogar. Nein! Oh, verdammt, er entkommt. Der nächste ist K.O. Bam. Oh, man muss echt viel mehr vorziehen. What? Jetzt? Yeah! Der da hinten. Nein, bleib stehen, nicht bewegen. Oh, verdammt, nachladen. Schieß! Oh! Das hat weh. Wir werden beschossen, aber die erwischen mich nicht. Oh, der schießt wie ein Wilder und dann versagt er doch zum Schluss. Da ist der nächste, Leute. Boom. Oh, verdammt, daneben. Boom. Nein. Boom. Auch nicht. Okay, weiter, weiter, weiter. Vorziehen jetzt. Nein. Oh, Gott. Yeah. Worauf schießt ihr? Okay, ich kann nicht zielen, Leute. Der ist tot. Boom. Nein. Boom. Ja. Bam. What? Boom. Yeah. Oh, wir haben es gemeistert. Okay, das war meine Art, das zu schaffen. Das war aber mega episch. Ich weiß nicht, wie das Spaß gemacht. Auch wenn ich glaube, man kann es auch auf eine andere Art und Weise machen. Man kann zum Beispiel es heimlicher machen, aber es ist gar nicht so einfach, weil im Endeffekt bekommt das früher oder später eh jemand mit. Es sei denn, man eliminiert sich auf dem Klo. Aber selbst dann sollte es jemand mitbekommen, dass eine Person fehlt oder nicht. Ich meine, ich habe hier ein weiteres Einsatzziel gefunden, wo wir Weihnachtsmann sind. Wenn ihr das noch sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Dann werde ich mehr davon spielen und diese Mission noch machen. Aber nun, Leute, ich werde das Video für euch mal stehen lassen. Lest dich unten kurz. Lust zu abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Und falls du das gemacht hast, aktiviere die kleine Glocke unten, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade und bekommst mein High Five und bist dann quasi meiner der Ersten und du hast extrem viele Vorteile. Also High Five, 3, 2, 1. In der Beschreibung findest du mein Instagram und mein Merch und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.